Ja, hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder soweit. Es ist jetzt aktuell Dienstag, der 27. August. Es ist mega, mega heiß und ich feiere das total. Aber das bedeutet auch im selben Step, ich habe schon mega lange keine richtige Podcast-Folge mehr für dich, für euch aufgenommen. Und das hat auch einen bestimmten Grund, denn bei mir hat sich so richtig viel getan, richtig viel in Richtung Business nochmal, in Richtung Klarheit, in Richtung Erfüllung und es hat auch mit einem ganz bestimmten Thema zu tun, was ich heute mit dir besprechen möchte und du hast es schon als Headline gelesen. Fakt ist, du erlaubst es dir nicht, erfolgreich zu sein. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast, dein Leben, dein Herz und dein Weg. Dein Podcast für mehr Bewusstsein und Wissen. Ich werde dir alles mit an die Hand geben, was du brauchst, um wirklich wachsam durchs Leben zu wandeln. Mein Name ist Franziska Störer und los geht's. Viel Spaß in dieser Folge. Du erlaubst es dir nicht, erfolgreich zu sein. Und das sage ich jetzt hier so überspitzt, weil zum einen fällt es mir immer wieder auf, in bestimmten Coaching-Gesprächen oder aber auch in der Zusammenarbeit mit Coaches oder aber auch bei mir selbst war es so. Und damit du vielleicht gar nicht erst so lange brauchst, um dahinter zu kommen, diesen Glaubenssatz aufzulösen oder dieses bei dir zu entdecken, teile ich heute dieses Thema mit dir und an dieser Stelle werde ich heute auch das erste Mal auf mein, ja, selbst kreiertes Business hinweisen und da setze ich jetzt einfach mal hier, ich glaube, weil es richtig ist, in Klammern Werbung. Denn erfüllt Business zu machen, mit Erfüllung, ja, Unternehmerin zu sein, das war und ist mein Traum. Und immer wieder bin ich diesen Schritt angegangen. Und tatsächlich gab es bei mir den Knackpunkt, wo ich ganz viel reduziert habe, ganz viel weggelöscht habe in allen möglichen Formen. Da kann ich ja mal wann anders drauf eingehen. Aber auch indem ich mir jetzt selbst die Erlaubnis gegeben habe, erfolgreich zu sein. Ich bin es schon. Ich habe alles, was ich brauche. Ich tue es schon. Und trotzdem gab es bei mir eine Blockade. Und das war dieser Glaubenssatz. Und ich bin überzeugt, wenn Herz, Verstand und Business in Kohärenz sind, dann hast du Erfolg. Und ich spüre das jetzt gerade. Wenn du auch dieses Gefühl hast, im Herzen fühlst du Erfüllung und Klarheit und kannst endlich losgehen. Du hast die Erlaubnis loszugehen. Das ist dieses Gefühl, was mir die ganze Zeit mein Herz öffnet. Und ich möchte dich dazu inspirieren, genauso dein Herz für dich zu öffnen, dass du richtig bist, dass du bereit bist. Und hier kommen wir an dieser Stelle einmal kurz zu dem Baby und zu dem Business, zu dem Programm, was ich entwickelt habe, der Business Spirit Circle. Und der Circle, also der Kreislauf, ist entstanden durch meine eigene Beobachtung auf meinem ganzen Businessweg, den ich jetzt gegangen bin, von Eröffnung eines lokalen Geschäftes oder nebenher selbstständig sein seit 2012 oder aber auch jetzt das Online-Business gestartet mit virtueller Assistenz und übergegangen in Beratung und Coaching für Coaches, die in Spiritual Business machen. Und ja, auf diesem Weg habe ich so einiges gelernt und was mir immer gefehlt hat, war erstens die Erlaubnis, dass ich erfolgreich sein darf mit egal was ich tue und zweitens die Klarheit zu wissen, wo ich selbst überhaupt hin will. Und wenn man ein Business starten möchte, daher ist der Business Spirit Circle entstanden, also der Spirit, den du im Business entwickelst, hat bestimmte Steps oder ich will nicht sagen, dass es linear ist, denn das ist so wie das Leben nicht linear, wenn man ein Business startet. Du
brauchst erstens die Idee, dann musst du wissen, für wen das ist und dann wirst du wissen, wie du nach draußen wirken willst und so weiter und so fort. Und dann brauchst du immer und immer wieder das Mindset und die Herzensstärke und die Klarheit und das Vertrauen. Und immer wieder fängst du von vorne an und überprüfst und machst und tust und dieser Kreislauf, bis es klar und richtig sich im Herzen anfühlt, das ist ein Business Spirit Circle, also ein Kreislauf. Und es ist okay, denn alles ist ein Kreislauf im Leben. Und genau mit diesem, und das ist meine Erfüllung, gebe ich jetzt das, was ich weiß, welche die Erfahrung, die ich gemacht habe, raus und weiter an diejenigen, die genauso mit ihrem herzerfüllenden Business oder mit ihrer Aufgabe, die sie als Seele mitgebracht haben, ja, als Unternehmen starten wollen. Da kommen wir wieder zu dem Punkt. Ich erlaube mir, erfolgreich zu sein. Wenn du jetzt da sitzt oder liegst oder wo auch immer du gerade bist und wie spät es gerade bei dir ist, Entwicklung und Kreislauf und Prozess passiert ja immer, weißt du, und du hast jetzt so ein Aha auf der Stirn stehen, vielleicht bist du jetzt ertappt und merkst, ja, das ist auch noch bei mir der Punkt, wo ich sage, ja, ich glaube, ich habe es mir bisher noch nicht erlaubt, wirklich erlaubt, erfolgreich zu sein. Und Erfolg ist jetzt hier auch nicht nur auf Business gemünzt, sondern Erfolg hat auch was mit zwischenmenschlichen Beziehungen zu tun. Jeder definiert ja seinen Erfolg selbst in dem, was er tut, in dem, wo er Erfüllung sucht. Und auf unserem Weg dahin ist es immer, immer wieder die eigene Erlaubnis, diese Dinge zu tun. Es kommt niemand von außen und sagt, jetzt hast du die Erlaubnis. Wir sind eigenverantwortlich und wir gehen unseren Weg ganz allein. Niemand anders geht unseren Weg. Niemand anders geht deinen Weg. Und da ist auch immer hier mein Lieblingswort Selbstermächtigung. Ermächtige dich selbst. Gib dir selbst die Erlaubnis, erfolgreich zu sein in dem, was du erreichen möchtest. Wie gesagt, muss nicht immer nur Business sein. Ja, das ist, glaube ich, das, was so vielen im Herzen eine Blockade noch schafft, unterbewusst. Hier dürfen wir einfach immer wieder mit dem Herzen denken und das Herz weiß ja sowieso immer, dass es richtig ist und wann es richtig ist und überhaupt hier und jetzt. Es gibt kein Wie, Wann, Warum, es gibt nur das Hier und Jetzt und dass es richtig ist, das kennt nur das Herz. Und dann dürfen wir unseren Verstand einladen und ihn auch in Kohärenz bringen, in Einklang bringen mit unserem Herzen und die Erlaubnis geben, das zu tun, was uns erfüllt. Ohne zu denken, was denken denn die anderen oder was könnte jetzt passieren. Klar ist das unbekanntes Gebiet, was wir dann betreten. Ich habe das gemerkt bei mir selber. Immer wenn ich Dinge getan habe, die ich nicht kannte, hatte ich so beim letzten Step da drauf zu echt eine Blockade. Und das ist immer und immer wieder genau das, einfach zu tun, einfach zu machen, einfach das zu machen, was deine Augen strahlen lässt und dich erfüllt und dann wirklich in die Selbstermächtigung gehen und dir selbst die Erlaubnis geben, das zu tun, was du willst. Und ich möchte dich hier wirklich ermutigen, das zu tun. Und indem ich dir jetzt hier vielleicht diese Motivation zu dem letzten Step gebe, je nachdem, an welcher Position, an welcher Stelle du gerade stehst in deinem Leben, gehst du den letzten Step und indem du diesen Step gehst und dann leuchtest und strahlst und dich entfaltest, kannst du anderen genauso, so wie ich dir jetzt, anderen auch wieder als Vorbild diese, in Anführungsstrichen, Erlaubnis geben, diesen Mut geben, diese Motivation geben. Ja, erlaub es dir nur selbst, denn am Ende sind wir ganz allein Erschaffer unseres Lebens und unseres Weges. Warte nicht, bis dir jemand die Erlaubnis gibt. Gib die Erlaubnis dir selbst. Und sei auch da einfach geduldig mit dir, denn hier und da ist das immer wieder ein Kreislauf und das stößt vielleicht Gedanken und Gefühle an, die du dann durchlebst oder jetzt durchlebst. Nimm das einfach freudig entgegen, denn
Das Leben ist Bewegung und jeder Kreislauf ist Bewegung und alles ist ein Prozess und alles ist immer nur eine Station im Leben und es geht immer, immer weiter. Zum Glück, kann ich da nur sagen. An dieser Stelle will ich nochmal den Business Spirit Circle erwähnen, denn da geht es nämlich genau um diese Business Steps, die man da macht, aber auch diese Mind- und Heartset Steps, die man da durchlebt und auch die Erlaubnis und auch es gibt viele Impulse und Ideen, die dir entsprechen und mit denen du dich dann so richtig wohlfühlst. Bleib einfach dran, denn ich möchte dir hiermit eben auch, indem ich mich entfalte, dir diese Entfaltung schenken. Und wenn du jetzt Bock hast und dir die Erlaubnis gibst, endlich erfolgreich zu sein, dann kannst du dich gerne bei mir melden, wenn du deine Positionierung finden möchtest. In deinem Herzen, aber eben auch klar im Business zu sein, dann kannst du dich gerne bei mir melden und wir quatschen einfach 15 bis 30 Minuten und schauen, ob wir beide gegebenenfalls zusammenarbeiten und dein Ding nach vorne bringen, damit du deine Erfüllung findest. Denn das ist es ja, was wir hier auf dieser Erde die ganze Zeit uns wünschen. Ich freue mich mega von Herzen, dass du wieder dabei warst hier bei dieser lang ersehnten, von mir zumindest, Podcast-Folge. Denn das mache ich wirklich super gerne. Und ich war gerade eben von mir selbst inspiriert, denn ich habe eine alte Podcast-Folge von mir wieder gehört, der Energieräuber. Und da war ich doch direkt wieder inspiriert und habe diese Podcast-Folge für dich jetzt aufgenommen. So, und wenn du Fragen hast, melde dich. Das sage ich hier nicht umsonst, sondern ich spreche dich direkt an. Wenn du Fragen hast, melde dich. Und gerne beantworte ich auch, wie immer, Fragen im Podcast oder aber auch in den Kommentaren, wenn du mir einen Kommentar da lässt. Und wenn du wiederum mal wieder nichts verpassen möchtest, es wird nicht immer nur um Business gehen hier, sondern auch trotzdem weiter um Bewusstsein, um bewusstes Leben, dass du bewusst deinen Weg gehst, dann lass einfach mir ein Abo da und von Herzen, egal wo du gerade bist, wie spät es gerade bei dir ist, pure Entfaltung für dich. Deine Franziska.